Dieser Kaffee mit Milch wurde vermutlich in New York am Broadway gezapft. In einem Automatenrestaurant, das bereits 1902 eröffnet wurde. Es war das erste seiner Art auf dem amerikanischen Kontinent. Bis heute kennt man in den USA solche Restaurants unter dem Namen The Automat. Es gab hier kalte und warme Speisen und Getränke, die man sich gegen Geldeinwurf aus den meist an den Wänden platzierten Automaten nahm oder zapfte. Solche Restaurants sind der Beginn der modernen Fast-Food-Kultur. Wir kennen sie meist eher aus vielen amerikanischen Spielfilmen der 1950er und 60er Jahre. Heute gibt es diese Art von Restaurants nicht mehr. Übrig geblieben sind vereinzelte Automaten, beispielsweise an Bahnhöfen, in öffentlichen Gebäuden und anderen Plätzen. Überraschend ist, wie früh diese Kultur bereits mit allen modernen technischen Möglichkeiten begann. Sind Sie schon mal um das Jahr 1900 über die Kölner Hohe Straße spaziert? Ich vermute nicht. Hätten Sie es gemacht, wäre Ihnen an der Hausnummer 53 dieses Lokal begegnet. Ein Automat. Richtiger, ein mit allem ausgerüstetes Automatenrestaurant. Ein Blick ins Innere zeigt die prächtige Ausstattung, die uns verrät, dass es sich bei dem Eigentümer des Restaurants um die gleiche Firma handelt, die auch das Restaurant in New York betrieb. Wenn wir nun etwas weiter über die Hohe Straße schlendern, können wir ganze 50 Hausnummern weiter auf der gleichen Straßenseite in das Restaurant mit der Hausnummer 103 einkehren und befinden uns wieder in einem Automat des gleichen Eigentümers. Das glauben Sie nicht? Nun wechseln wir die Straße. Von der Hohe Straße beispielsweise auf die Breite Straße. Na, wer sagt es denn? Bei den Hausnummern 48 bis 50 befinden wir uns schon wieder in einem Automatenrestaurant. Und wieder sieht es ganz genauso aus wie die anderen. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir würden auch auf der Severinstraße 186 und am Eigelstein 66 jeweils ein weiteres, fast gleich aussehendes Automatenrestaurant finden. Um 1900 gab es tatsächlich 5 solcher Automatenrestaurants in Köln. Das erinnert fast ein wenig an die Filialen der heutigen Fast-Food-Anbieter. Machen wir eine kleine, alphabetische Automaten-Restaurant-Sightseeing-Reise durch das Deutsche Kaiserreich um 1900. Es gab beispielsweise ein Restaurant in Aachen. In Berlin gab es ebenfalls 5 Restaurants, davon gleich 3 auf der Friedrichstraße. Weitere Restaurants finden sich unter anderem in Breslau, Chemnitz, Dortmund, Essen, Frankfurt am Main, Hannover, Kiel, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg und Saarbrücken. Zu dieser Zeit gab es im Deutschen Reich mindestens 34 Automatenrestaurants. Werfen wir einen Blick auf Europa. Dort finden wir weitere Restaurants in Brüssel, Kopenhagen, Swansea in England, Lyon, Oslo, in Stockholm, Basel, Genf, Lausanne und Zürich. Ach ja, dazu kommen ja auch noch die Restaurants jenseits des Atlantiks in New York und in der Chestnut Street in Philadelphia. Erstaunlich! Und alle diese Restaurants gehören der Automat GmbH in Berlin. Das bedeutet, dass die moderne Fast-Food-Kultur tatsächlich von Berlin aus in die USA exportiert wurde und von dort aus wieder zurück nach Europa kam. Die Geschichte wird noch erstaunlicher, wenn wir uns anschauen, wer hinter der Automat GmbH steckt und wer die innovative und visionäre Kraft war. Es handelte sich um Ludwig Stollwerk, den man in Köln bis heute kennt und dessen Schokolade weltbekannt ist. Ludwig Stollwerk war ein Visionär in vielen Bereichen. So verdanken wir ihm die ersten Filmaufnahmen einiger Kameramänner der Gebrüder Lumière, die Köln zeigen, und das erste feste Kölner Kino an der Hohen Pforte 10.
Stollwerk schrieb 1896 in einem Brief an einen New Yorker Geschäftspartner über sein Engagement für die Kinematografie: Ich habe nie in meinem Leben eine Erfindung gesehen, mit welcher ohne Risiko und fast ohne Arbeit so viel Geld verdient wurde. Die Leute schleppen ja das Geld rein ins Haus. Ebenso interessierte er sich für Automaten. Bereits 1890 verkaufte Stollwerk rund 18 Millionen Tafeln Schokolade mittels stummen Verkäufern. Mit der Produktion solcher Automaten gründete er ein zweites Standbein, die Deutsche Automatengesellschaft Stollwerk & Co., kurz DAG. Schnell weitete er das Automatenkonzept auf Produkte wie Fahrkarten, Parfum, Toilettenpapier und andere wichtige Dinge aus. Schließlich entwickelte er gemeinsam mit Max Silaf und Theodor Bergmann das erste automatische Restaurant, das anlässlich der Berliner Gewerbeausstellung 1896 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Lesen wir nach, was die 1898 von Stollwerks DAG, Max Silaf und dem Kaufmann Wilhelm Ludwig Paul Schmidt gegründete Automat GmbH dazu schrieb. Mit diesem großartig angelegten Automatenrestaurant wurde zum ersten Mal in der Berliner Gewerbeausstellung 1896 der Versuch gemacht, den gesamten Restaurationsbetrieb automatisch zu bewerkstelligen. Es wurden nicht nur kalte Speisen und Getränke, sondern auch warme Speisen auf automatischem Wege verabfolgt. Die warmen Speisen wurden in elektrisch eingerichteten Küchen vor den Augen des Publikums elektrisch zubereitet. Das Gebäude hatte eine Fläche von 900 Quadratmetern. Es bestand aus einem äußeren, mit künstlerisch ausgeführten Wandgemälden versehenen Wandelgange und dem großen Kuppelsaal, in welchem eine elektrisch-automatische Musikkapelle konzertierte, bestehend aus 16 mechanischen Musikern in 2/3 Lebensgröße. Der Umsatz dieses Automatenrestaurants mit seinen im Park zerstreut aufgestellten 11 Getränkeautomaten betrug in 4,5 Monaten 1.724.000 Glas Bier, 182.640 Glas Wein, 343.900 Glas Likör, 71.452 Tassen Kaffee, 33.946 Paar Wiener Würstchen, 276.399 belegte Brötchen, 22.076 Portionen warme Speisen à 1 Mark, 11.920 Portionen kalte Speisen à 50 Pfennig. Somit wurden möglicherweise 650.000 bis 700.000 Mark umgesetzt. Seinerzeit eine unglaubliche Summe. Diesen Erfolg wiederholte man gleich im darauffolgenden Jahr 1897 bei der Weltausstellung in Brüssel mit einem Restaurant Automatique, wo man mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde. Viele weitere und über den hier genannten Umfang hinausgehende Restaurants sollten noch folgen, bevor der Trend in Europa durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde. In den USA betrieb die Firma Horn & Haddad, die schon an den ersten Automatrestaurants in den USA beteiligt waren, in der Folge viele weitere Restaurants und entwickelten das Konzept für den jeweiligen Zeitgeschmack weiter. Bis schließlich das letzte Automat Restaurant in den USA 1991 schloss. Über diese amerikanische Geschichte der Automat Restaurants hat Lisa Hurwitz 2021 einen Dokumentarfilm mit dem Titel The Automat gedreht. Hier gesteht unter anderem Mel Brooks seine Liebe zu den Automats. Manchmal ist die Geschichte erstaunlicher, als man zunächst denken mag. Und viele Annahmen stellen sich bei genauerer Betrachtung als nicht ganz richtig heraus. Denn wer hätte gedacht, dass der Fast-Food-Trend von dem Kölner Ludwig Stollwerk innovativ und tatkräftig mitbegründet wurde und neben der Schokolade auch diese Innovation die ganze Welt eroberte?